Hallo und herzlich willkommen bei Radio Kaktus Münster e.V. Wir haben heute zu Gast Herrn Todeskito bei uns sitzen. Hallo, schön, dass Sie da sind. Ja, guten Morgen, freut mich. Danke für die Einladung. Die Wahlen stehen bevor und Sie kandidieren als Oberbürgermeister der Stadt Münster. Jetzt mal Butter bei die Fische. Was unterscheidet Sie von Ihren Mitstreitern? Na klar, unterscheidet uns eine ganze Menge von anderen Politikern, die auch in Konkurrenz stehen als Oberbürgermeisterkandidat. Erstmal sind wir grün und vertreten grüne Politik und das machen wir in allen Politikfeldern, die uns wichtig sind, von Energie, von Autoverkehr, von Verkehrspolitik. Alles da setzen wir natürlich auf unsere grünen Konzepte, die wir für wichtig halten. Um autofahrende Menschen davon zu überzeugen, auf ihr Auto zu verzichten, bedingt es ja auch, dass es so nutzbar ist für all diejenigen, die eben nicht gut betucht sind. Münster lockt ja auch von außerhalb viele Menschen, die zu ihren Ausbildungsplätzen fahren und die zu ihren Jobs fahren. Wie wollen Sie die überzeugen, dass sie auf die Karre verzichten? Natürlich wollen wir im Verkehrsbereich die konsequente Verkehrswende. Wir wollen eine autofreie Innenstadt haben. Und das hat nicht nur etwas mit, wir wollen keine Autos haben. Nee, wir sind keine Autofeinde. Aber wir wollen Aufenthaltsqualitäten schaffen und wir wollen das Klima schützen. Das ist unser Anspruch. Das ist grün. Also wir müssen immer sehen, wenn wir solche verkehrspolitischen Wenden haben wollen, dann brauchen wir auch immer Alternativen. Wenn man nicht weiß, wie man von A nach B kommt, dann wird man immer wieder aufs Auto zurückgreifen. Nicht nur Mann, sondern Frau auch, muss ich hier mal an dieser Stelle sagen. Insofern halten wir viel davon, andere Verkehrsträger zu fördern, dass die Münsterland-S-Bahn endlich fährt und nicht nur darüber geredet wird vom Oberbürgermeister, sondern dass die auch endlich mal aufs Gleis gesetzt wird und umgesetzt wird, damit man schnell in den Münsterland-Kreisen unterwegs ist, die untereinander vernetzt sind. Das ist das eine. Wir brauchen natürlich innerhalb von Münster, aber auch in der Peripherie herum, die Städte, die ja wie Vorstädte so sind, brauchen wir auch einen ÖPNV, der gut fährt, der einbindet in die Region hinein und dann auch versehen wird mit einem Euro-Ticket. Das haben wir zum Beispiel als zentrale Forderung, dass wir sagen, also es muss ein Euro-Ticket geben, 365 Euro im Jahr und du kannst mit dem Bus fahren, so viel und wie lustig man ist. Das finde ich gut und das ist eine zentrale Forderung. Aber wir setzen auch natürlich auf alle anderen Verkehrsträger. Und dabei schließen wir das Auto nicht aus. Derjenige, der, wie Sie so schön gesagt haben, mit seiner Karre fährt, der soll mit seiner Karre ruhig mal fahren. Er soll sich überlegen, ob es nicht auch besser anders geht. Aber wenn er mit seiner Karre fahren muss, weil es ihr nicht anders geht, dann wollen wir schon auch, dass die Verkehre an der Peripherie der Stadt abgefangen werden und dort in sogenannte Mobilitätsstationen aufgefangen wird, wo man seinen Weg dann auch fortsetzen kann. Das halten wir für sehr zielführend. Nicht das Auto zu verteufeln. Wir haben 49 Millionen angemeldete Verbrennungsmotorenautos in Deutschland. Das werden wir von heute bis morgen nicht wegkriegen. Wir werden aber sehen müssen, dass wir den Übergang gestalten. Und dafür sind diese Einrichtungen dann gut, dass man ranfahren kann, dann mit einem Leihfahrrad, mit einer schnellen Busverbindung weiterfahren kann. Da haben wir uns auf den Weg gemacht. Das ist wichtig, dass wir so einen Metrobus haben, der unbeschränkt sich in der Stadt bewegt. Kann auf Spuren für ihn gesondert. Münster ist ja nicht nur eine reine Studierendenstadt. Wie möchten Sie Münsters Betriebe dafür gewinnen, Ausbildungsplätze anzubieten? Ja, das macht man natürlich, indem man da auch Anreize schafft, Ausbildungsverträge zu schließen. In den letzten Jahren hat sich das ja entspannt, aber ich bin auch mal gespannt, wie sich die Corona-Krise auswirkt, gerade so auf dem Ausbildungsmarkt. Und da reizt man natürlich an, dass man solche Unternehmen, die ausbilden, auch bevorzugt bei städtischen Vergaben berücksichtigt, die Vergabeordnung dahin anpasst, beziehungsweise wenn es die Regelung schon gibt. Wir hatten sie in Schleswig-Holstein, dass dann auch bevorzugt Unternehmen in öffentliche Aufträge hineinkommen. Das halte ich wichtig. Das ist ein Packhaken, den man als Stadt unternehmen kann. Bei unseren Radio Kaktus Münster Umfragen gibt es immer wieder eine Aussage, die sich deutlich herauskristallisiert, nämlich, dass die Kombination aus City und Grün sehr beliebt ist. Viele Menschen hier bangen aber um ihre Grünflächen, weil sie vermehrt auch die Baustellen jetzt kurz vor den Wahlen auch erleben. Mhm.
Da gibt es ja zwei verschiedene Bereiche. Einmal ist es natürlich die Verkehrsinfrastruktur oder sonstige Infrastruktur, die man damit meinen könnte. Man kann aber auch meinen, dass wir natürlich im Augenblick auch viel und neue Wohnungen schaffen müssen und dass man dann in die Nachverdichtung reingeht. Und da gibt es dann immer den Streit zwischen Freifläche, Grünversorgung, angestammte Gebiete, angestammte Wohnformen. Und immer wenn Veränderungen im Raum stehen, gibt es Streit. Das ist so, das ist auch meine Erfahrung. Ich war ja 12 Jahre auch Stadtbaurat in der Landeshauptstadt Kiel und auch da waren die Probleme erkennbar. Immer dann, wenn man in die Nachverdichtung hineingehen will, dann trifft man immer auf unterschiedliche Interessen, die man dann auch beherrschen muss. Das muss man mit guten Beteiligungsprozessen machen und auch immer in der Erkenntnis und geleitet davon sein, wenn wir keine Innenverdichtung machen, dann gehen wir immer in die Außenbereiche rein. Wir entwickeln immer neue Flächen. Und neue Flächen zu entwickeln, greift auch immer in den Naturraum, in den Landschaftsraum rein, greift auch immer in landwirtschaftliche Produktionsflächen rein. Und da muss man auch die Interessen sehen. Was ist uns eigentlich der Außenbereich wert? Wie wollen wir eigentlich dann auch unser Leben gestalten, wenn wir nur noch Zersiedlung in unserer Stadt haben und nicht mehr die freie Fläche? Also insofern finde ich schon, dass man sich der Diskussion um Nachverdichtung stellen muss und auch da die kritischen Dinge beherrschen muss. Wir waren gestern bei der Bürgerinitiative Aseestadt. Da ist ja so ein Problem, dass man zwischen Häuserzahlen neue Gebäude stellen will, dass man alte Gebäude abreißen will. Also ein Mix von unterschiedlichen Interessen. Da darf natürlich eine Kommune, die da als städtische Tochter agiert, darf man natürlich nicht dahin gehen und sagen, so, wir machen das jetzt und macht so halbherzige Beteiligungsprozesse. So funktioniert das auf keinen Fall. Das muss besser werden. Die Beteiligungsprozesse müssen schon so sein, dass man den Versuch unternimmt, jedenfalls die Menschen, die dort wohnen, in ihren Quartieren und auch Sorge um ihre angestammten Plätze haben. Das ist doch selbstverständlich. Dass man versucht, aber auch das so darzubringen, dass es für jeden auch verständlich wird, die unterschiedlichen Interessen, die da gespielt werden. Und wenn man diesen Ausgleich nicht hinbekommt, beziehungsweise wenn man sich auch nicht bemüht, das zu tun, dann wird das immer sehr schräg. Also ich bin schon für eine maßvolle Nachverdichtung. Das ist für mich selbstverständlich. Das brauchen wir zum Schutz der Außenbereiche. Wäre fatal, wenn wir immer weiter in die Fläche reingehen. Außerdem ist Fläche auch irgendwann mal endlich. Wie lange wollen wir das denn machen? Wollen wir kilometerweise bis nach Rheine bauen oder was wollen wir eigentlich machen und sagen, das ist Münster? Nein, wir müssen sehen, dass wir das schützen. Und da ist es auch wichtig, dass wir nicht nur innen verdichten, sondern auch mit den Umlandgemeinden zusammenarbeiten. Wenn wir nicht mit den Umlandgemeinden zusammenarbeiten und deren Wohnbedürfnisse auch zu unseren Wohnbedürfnissen machen, dann verfehlen wir einen Ansatz. Wir brauchen einen interkommunalen Arbeits- und Entwicklungs- und Wohnraum. Dafür plädiere ich ganz scharf. Wie gehen Sie denn dann damit um, dass die Grünen ja jahrzehntelang das Image genossen haben, sobald ein Baum bedroht ist, schützen wir den. Also die Grünen stehen ja für Umweltschutz traditionell. Wie gehen Sie dann damit um, wenn Beschlüsse gefallen oder Beschlüsse entschieden werden, die eben auch Bäume gefährden? In Münster hat ja diesbezüglich eine sehr hohe, ja, ein hohes Commitment seitens der Bürgerinnen und Bürger. Ja. Wie schaffen Sie es dann, damit umzugehen und gleichzeitig aber integre Politik zu machen? Ja, indem man die Politik erklärt. Also das geht uns ja wahrscheinlich uns dreien, wie wir hier sitzen, so, wenn ein 50, 60, 70, 80 Jahre alter Baum fällt, dann kann man ja eigentlich nur tief traurig drüber sein. Insbesondere, wenn man weiß, dass ein solcher Baum eine große ökologische Bedeutung für den Stadtraum haben. Wenn man jetzt den Klimawandel, den wir haben, der sich eingestellt hat, der uns brutal jetzt in den letzten 2 Jahren vor Augen geführt hat, was eigentlich passiert. Wenn man dann unter einem schattigen Baum steht, dann weiß man schon sehr genau, was dieser Baum auch für den sommerlichen Hitzeschutz für eine Bedeutung hat. Und deswegen ist natürlich jeder Baum, der fällt, ist nicht gut. Das darf eigentlich nicht sein. Aber gleichwohl gehört zu einer integren Politik, wie Sie sagen, auch, dass man, wenn man Entwicklung nicht stoppen will, dass man dann auch dann und wann tatsächlich auch alte Bäume und Bäume fällen muss. Und da ist für mich jedenfalls der Umgang wichtig. Leider ist unsere Menschheitsgeschichte ja durchzogen von Flucht. Betrifft auch uns in Münster oder deutschlandweit, europaweit, dass besonders 2015, 2016 Menschen ihre Heimatländer verlassen mussten und auch zu uns kamen, fliehen mussten. Was haben Sie
für geflüchtete Menschen bisher getan? Und im Hinblick auf 2015, 2016, vor welchen Herausforderungen stehen wir jetzt in 2020? Was ist anders geworden in den letzten 4, 5 Jahren? Also ich war in der Zeit, wo die Welle so richtig kam, 2015, insbesondere der geflüchteten Menschen aus Syrien, das war ja das war schon eine schwierige Herausforderung für die Kommunen. Ich war damals in der Landeshauptstadt Kiel und habe das hautnah mitgekriegt, weil ich auch als Stadtentwicklungsdezernent dafür zuständig war, gemeinsam mit dem Sozialdezernenten die Dinge zu organisieren. Und diese Stadt war vielleicht sogar noch ein bisschen mehr betroffen als Münster, weil von Kiel ausgehen die Fährlinien nach Schweden und Norwegen. Und dann passierte es, dass die Stadt plötzlich mit 300, 400 geflüchteten Menschen dann tagtäglich konfrontiert worden ist. Und wie geht man damit um? Wir haben da ganz unprätentiös gehandelt. Es stand ein Kaufhaus leer, ein C&A-Gebäude. Das haben wir beschlagnahmt und haben eben kurzerhand da geflüchtete Menschen untergebracht. In kürzester Zeit 400, 500, 600 Feldbetten aufgebaut, um vor allen Dingen die erste Hilfe zu leisten. Das war uns wichtig und ich glaube, dass das da ganz gut gelungen ist, da in dieser nicht Erstaufnahme in dem Sinne, wie man sie heute versteht, dann zu helfen. Schwere Herausforderungen, die da bestanden, und das war für die Kommunen nicht ganz einfach, auch für Münster nicht, die Dinge zu organisieren, weil ich finde, es war von staatlicherseits, also vom Bund her nicht gut organisiert. Eine großartige Leistung der Kanzlerin, das muss man an dieser Stelle sagen, die damals gesagt hat, wir nehmen alle auf, und das fand ich auch genau richtig, aber es hätte besser kanalisiert werden müssen. Das war mir zu unorganisiert, und darunter haben die Gemeinden und auch die Verantwortlichen gelitten, dass man auch überhaupt nicht wusste, wann kommt wer wo wie an und wie müssen wir helfen. Bis hin zu der simpelsten Frage, wie stellen wir eigentlich die Stromversorgung her, damit alle technischen Geräte, nämlich die Smartphones, aufgeladen werden können, damit die Verbindung zur Heimat bestehen. Das war ja ein Riesenproblem und eine große Besorgnis, dass das in den Einrichtungen, die wir so ganz kurz aus dem Boden gestampft haben, dann hinbekommen haben. Und wie organisiert man das? Ja, ein Kaufhaus beschlagnahmen, da sind wir schon mit in die Geschichte sozusagen eingegangen. Ich kann mich gut daran erinnern, dass drei ausgewachsene Dezernenten in diesem Raum standen. Wir haben den Eigentümer gar nicht erreichen können und haben dann den Raum aufgemacht mit Hilfe der Feuerwehr, und dann kam der Verwalter an und fragte uns, was denn hier los sei, und dann haben wir ihm die Verfügung in die Hand gedrückt, und dann war das Gebäude in städtischer Hand sozusagen. Unprätentiös, schnell und super gehandelt, und die geflüchteten Menschen haben uns das, glaube ich, auch gedankt. Ich weiß, dass im letzten Jahr gab es ja natürlich auch die Diskussion um die Seebrücke, sicherer Hafen. Das hat ja mir viel zu lange gedauert, bis hier ein Beschluss zustande gekommen ist zwischen den Grünen und der CDU. Das fand ich nicht angemessen. Ich fand aber schon angemessen, dass wir uns jetzt bei der Frage der aktuellen Situation entschieden haben zu sagen, wir nehmen zusätzlich auf und haben der Bundesregierung das Angebot gemacht, wir nehmen geflüchtete Menschen hier auf, wir haben Platz, wo ist das Problem? Also insofern denke ich, eine Herausforderung, die zu bewerkstelligen ist, und es ist eine Tragödie, was sich im Augenblick in der Welt abspielt, insbesondere finde ich das syrische Volk. Wer zieht eigentlich wen mal zur Verantwortung, wer das verursacht hat, kaputte Städte in einem Maß und Menschen auf der Flucht, viele Tote, das ist ein unglaublicher Zustand, den ich überhaupt nicht akzeptieren kann. Und dann ist es umso wichtiger zu helfen von Menschen, denen es gut geht. Uns geht es richtig gut, aber es gibt vielen, vielen in der Welt schlecht, und da müssen wir die Hand reichen. Münster beweist sich inzwischen als interkulturelle Stadt. Das ist schon fast schon ein kleines Markenzeichen geworden. Wie fördern Sie es denn, dass die Kulturen, die in Münster leben, und es sind viele Kulturen, dass sie nicht nur nebeneinander leben, sondern auch miteinander leben? Ja, die Vernetzung ist natürlich schon auch ein wichtiger Punkt, den man organisieren muss. Ehrlich gesagt, ich finde es gar nicht so gut, wenn man als Staat eingreifen würde oder als Behörde. Das ist für mich eher so ein bürgerschaftliches Engagement, dass gefördert werden muss. Und ich stelle mir, Sie haben ja am Anfang die Frage gestellt, wie stellt man sich eigentlich grüne Politik vor? Wir haben ja den umfassenden
Ansatz, dass wir gesagt haben, es gibt hier in Münster viele, viele vermögende Menschen, die auch bereit sind, Geld zu investieren. Sie sind bereit zu investieren in Energieanlagen. Es hat nun mal einen Prozess gegeben, Windkraftanlagen zu fördern und Anteilsscheine zu erwerben. Und da haben viele, viele Münsteraner, die ihr Geld tatsächlich auch sinnvoll einsetzen wollen, in diese Anlagen gesteckt. Genauso kann man sich das auch vorstellen, dass auch solche Förderungssysteme bürgerschaftlich organisiert werden. Also Münsteraner für Münsteraner und Münsteraner für Münsteraner Künstler. Das fände ich einen guten Ansatz. Ich habe neulich mal mit Protagonisten aus der Haverkamp-Szene gesprochen, also die Ausstellungshalle, die dort errichtet worden ist, sind auch Künstlerinnen. Eher zufällig vorbeigefahren mit dem Fahrrad und bin dann gleich angesprochen worden. Wie erhält man eigentlich dort die Liegenschaft für diese freie Szene? Das ist ja wirklich ein Nukleus sozusagen. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass man auch einen genossenschaftlichen Ansatz fährt, um auch über diesen genossenschaftlichen Ansatz Geld einzusammeln, um das auch dauerhaft sicherzustellen. Also das wäre so eine Möglichkeit, als Kommune einen Input zu geben, um genau diese Effekte herauszureizen und zu sagen, so, Münster ist nicht nur ein Ort der Hochkultur, sondern Münster ist ein Ort der Kultur insgesamt wir vernetzen diese Dinge auch über solche Genossenschaften, und ich glaube, dann kommt so eine Beziehung zwischen interkulturellen Unterschiedlichkeiten dann auch zustande. Eine abschließende Frage an Sie. Mit der Bitte um eine kurze Antwort. Ja. Welche Vision haben Sie von Münster? Für mich ist beherrschend im Augenblick, und das durchzieht mein Handeln und mein Leben, ist der Klimaschutz. Ich mache mir sehr große Sorgen für meine Kinder, für meine Enkeln, was für eine Welt die morgen vorfinden. Und daher ist für mich die Vision dieser Stadt Vorreiter in Klimagerechtigkeit, in Enkeltauglichkeit und Klimaneutralität zu sein, und das nicht in 20, 25 Jahren, sondern so schnell wie möglich umsetzen. Das ist, glaube ich, meine Vision neben allem anderen, aber es muss eine Klimavorreiterrolle gespielt werden. Ich würde sagen, was für ein Schlusswort. Herr Todeschino, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten. Gerne. Alles Gute weiterhin. Wollen wir mal sehen, wie es ausgeht.